JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum heutigen Live-Trading-Event mit dem lieben Dirk Hilger vom Stereo Trader. Wir wollen uns natürlich jetzt hier gleich mit der US-Markteröffnung ein wenig beschäftigen, natürlich auch in Kombination mit dem Stereo Trader und wollen schauen, okay, was kann man mit dem so alles machen? Und werden natürlich mal die Situation uns ein wenig anschauen, rein von den Wirtschaftskennzahlen, da werde ich auch mal ein paar Sachen zu sagen, ist jetzt so ein bisschen Mixed Picture, aber ja, alles wird gut, sage ich mal so schön, wir schauen es uns gleich an. So, jetzt muss ich den Dirk mal kurz fragen, können wir den Risikohinweis schon durchstarten? Aber bitte gerne doch. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und da war der liebe Dirk gerade schon in der Leitung. Ich grüße dich erstmal recht herzlich. Ja, das gebe ich doch gerne zurück. Auch dir hallo, aber wir sollten uns trotzdem erst zusammenschalten, weil dann hört man dich auch auf YouTube. Das ist nämlich gerade noch nicht der Fall. Aber sobald wir jetzt hier connecten, aber trotzdem sage ich schon mal hallo in die Runde und wir machen es aber gleich nochmal. Okay, dann ich gebe mal deinen Bildschirm, Moment. So. Und jetzt müsste das mit deinem Bildschirm klappen. So, dann sind wir nämlich jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann irgendwie alle da und auch der Markus sollte, so hoffe ich doch, bei YouTube ebenfalls zu hören sein. Oh, Hemd steht ein bisschen weit auf, sehe ich gerade. Na egal, komm. Ja. Komm mal. Draußen sind es ja noch 30 Grad und von daher passt das doch alles wunderbar, so frisch aus dem Pool einmal. So, hallo und herzlich willkommen in die Runde bei YouTube und bei GoToWebinar zu unserem heutigen Live-Trading nochmal mit JFT und dem Markus. Ich spiele nur am Rande mit, haben wir heute beschlossen, weil ich ja sowieso, meine Stimme ist irgendwie nicht so hundertprozentig da, beziehungsweise die hält nicht so lange durch. Also sieht auch komisch aus, ne? Aber okay, wir werden es schon irgendwie überstehen. Der Markus wird ein bisschen was erzählen zu den Zahlen, weil heute ja dann auch einiges an News eben dann auch da ist und ich übergebe ihm deswegen auch hier sehr gerne schon mal das Wort. Lieber Markus, hallo. Perfekt, hallo und hoffentlich hört mich YouTube somit hallo. Hallo auch an YouTube und die allejenigen, die jetzt hier im Webinar mit dabei sind, die haben mich ja schon gerade gehört mit dem Risikohinweis. Und von daher, ja auch von meiner Seite erstmal nochmal hallo. Wir müssen uns jetzt immer bei diesem Webinar, weil der Dirk hat ja so viel Technik und er streamt ja auch gleichzeitig noch in Richtung YouTube und da müssen wir dann immer so ein bisschen gucken, da sind wir noch nicht so hundertprozentig eingespielt. Wollen wir jetzt meinen Bildschirm erstmal nehmen oder deinen, Dirk? Können wir gerne machen, du kannst ruhig gerne deinen Bildschirm erstmal rübergeben, dann können wir das nämlich gleich gucken, ob das auch funktioniert, weil das haben wir vorhin zwar getestet, aber irgendwie, da müssen wir nochmal, so, jetzt versuche ich mal, das wird wahrscheinlich auf Anhieb nicht klappen, wir kriegen das aber hin. Doch, da ist er. Wunderbar, alles da. Jetzt müsste der Chart zu sehen sein quasi. Ja. Perfekt. So, wir haben ja gleich die US-Markteröffnung. Also wir wollen mal ganz kurz drauf schauen. Also wir hatten heute so ein bisschen so eine scharfe Bewegung im Dow Jones. Da hatten wir vorhin mit Dirk schon überlegt, wo kam die denn auf einmal her? Aber nichtsdestotrotz, es tut jetzt auch erstmal nichts großartig zur Sache. Wir hatten Wirtschaftskennzahlen gerade und zwar einmal die ADP-Arbeitsmarktdaten, die erstmal ja doch auch merklich besser ausgefallen sind als erwartet, was diesen starken Arbeitsmarkt nach wie vor unterstreicht. Gestern allerdings die Jobs-Job-Openings, die waren wiederum schlechter. Und nun spielt der Arbeitsmarkt aktuell natürlich eine sehr, sehr tragende Rolle in der ganzen Konstellation, weil natürlich Jerome Powell und die liebe Fed, die Federal Reserve, die US-Zentralbank natürlich sehr, sehr stark darauf schaut, weil sie es so ein wenig als Spiegel nimmt für die US-Wirtschaft oder als ja, Gradmesser sozusagen. Und nun haben wir heute nun wiederum bessere Daten bekommen, was erstmal primär für den Aktienmarkt nichts Schlechtes ist und auch für den Dollar am Ende definitiv nichts Schlechtes. Aber in der gleichen, im gleichen Zuge oder fast im gleichen Zuge in diesem Falle, wir hatten um 13.15 Uhr, ihr wisst ja alle, ja, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben ja eine Zeitverschiebung bei uns in der EU gehabt, in den USA ist das noch nicht der Fall. Von daher gehen wir ja jetzt auch schon online und direkt in 6 Minuten kommt die US-Markteröffnung. Somit waren die ADPs, die sonst um 14.15 Uhr herauskommen, heute schon um 13.15 Uhr da. Und die Bruttoinlandsproduktsdaten, und zwar die wichtigsten Bruttoinlandsproduktsdaten für das Quartal 3, also für Q3 aus den USA, die kamen eine Viertelstunde später. Die wiederum sind unerwartet, ein Stück weit gefallen, von
3% Erwartung auf 2,8. Wiederum nicht so schön. 0,2% Bruttoinlandsprodukt weniger ist nicht so rosig. Und nun haben wir eben einmal gute Wirtschaftskennzahlen und einmal schlechte Wirtschaftskennzahlen. Beide sind nicht ganz unwichtig und die Bruttoinlandsproduktsdaten eigentlich von der Wertigkeit in der Konstellation eigentlich sogar noch ein Stück weit wichtiger. Von daher irgendwie so ein nicht so schönes Bild, aber dennoch auch irgendwo gemixt. Und wenn man sich jetzt dann mal den Euro-US-Dollar an der Stelle vielleicht anschaut, da hatten wir heute dann unabhängig der Daten gab es diesen Ausreißer nach oben. Und jetzt sind wir hier dann eben nach dieser heutigen Bewegung, 5-Minuten-Chart mal kurz genommen an der Stelle, sind wir dann erstmal wieder Richtung Süden gelaufen. Ich zeichne das mal ein. Also haben wir jetzt hier quasi so eine Abwärtstendenz. So, jetzt haben wir so ein bisschen gemixtes Bild. Und wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht sind die Bruttoinlandsproduktsdaten auch für den Euro-US-Dollar doch ein Stück weit wichtiger, dann wäre es denkbar, dass wir uns das Szenario eines Euro-US-Dollar-Long-Trades mal zumindest anfangen können aufzubauen. Und ich hatte heute Morgen schon mal einen Bereich auserkoren, welcher durchaus für heute Morgen eine Long-Idee hätte gut sein können, und zwar das hier unten. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr, gehe ich ja mal mit dem DAX Long oder Short online. Da hatten wir uns diesen Bereich eingezeichnet mit dem Gedanken, okay, vielleicht holt der Luft. Denn heute Morgen war das hier für mich eigentlich ja nicht klar, aber die Aufwärtsseite war das, was für mich das Interessante war. Und entsprechend wäre es natürlich gut gewesen, wenn wir noch ein Stück tiefer gekommen wären, um dann nach oben zu laufen. Kam aber nicht so. Und jetzt sind wir eben quasi ja unter die aktuellen Tagestiefs so ein bisschen drunter gekommen hier. Und jetzt haben wir hier unten halt diese Zone und ihr seht, hier ist auch ein Alarm drin. Also ich warte jetzt und lauere so ein bisschen, dass wir zumindest noch mal ein Stück nach unten kommen. Ich könnte es mir vorstellen, das will ich noch nicht finalisieren, aber ich werde den Alarm auch gleich entsprechend ein bisschen anpassen. Ich würde schon mal mit dem Bereich hier mal kurz so ein bisschen zumindest liebäugeln. Wir müssen mal schauen, in wenigen Minuten startet die Kernhandelszeit in den USA. Bekanntermaßen werden nicht nur die US-Indizes dann auch wieder ein Stück weit schneller und also munterer, sagen wir es mal so, sondern eben auch die Forex-Märkte. Und mal gucken, wie der jetzt reinkommt. Die ersten Minuten will ich da nichts tun. Der Alarm liegt jetzt hier kurz vor dem anderen Bereich so ein Stück weit tiefer. Das kann ich mal ein bisschen nach drüben ziehen hier. Ja, und da können wir mal gucken, da werde ich dann auch den Alarm hören, mal schauen, ob wir da vielleicht was zu tun bekommen in Richtung Norden. Ja, das wäre jetzt erstmal die erste kleine Idee, die ich da für den heutigen Tag so ein bisschen mitbringe. Im Indexbereich ist es in der Tat ein bisschen schwieriger. Da muss ich jetzt selbst noch mal ganz kurz durchschauen, was S&P, Nasdaq und Dow Jones sagen. Ich bin in den letzten Tagen, wir haben ja dieses Format, also diejenigen, die jetzt zum Beispiel auch bei YouTube mit dabei sind, die werden das gar nicht so mitbekommen haben, weil sie vielleicht mir nicht so ganz so häufig folgen. Aber ich bin in den letzten Wochen mittlerweile schon doch sehr viel auch im Dow Jones unterwegs, bin eigentlich ein Kind des S&P 500. Aber da die Volatilität in den US-Indizes so ein bisschen sinkend war, hatte ich mich aus diversen Gründen entschieden, dann doch von meiner Seite auch ein bisschen mehr in Richtung Dow Jones zu schauen. Somit möchte ich da auch heute eigentlich bleiben. Und ich könnte mir es vorstellen, dass wir Long- wie Short-Möglichkeiten bekommen für den heutigen Tag. Die der Punkt ist nur auf der Long-Seite, man muss ein bisschen aufpassen. Ich würde es nicht aggressiv machen. Wir haben hier unten den Schlusskursbereich vom Freitag. Also wir sind aus Wochensicht noch positiv. Wir haben darunter so ein bisschen die Tiefs vom Freitag, was die Vorwochentiefs waren. Und dieser Bereich hier unten an sich, der wäre jetzt für mich so eigentlich der nächste interessante Bereich für die Long-Seite. Ist das weit? Nö. Wenn wir mal schauen, was da quasi heute schon passiert ist auf der Abwärtsseite oder auch in den letzten Tagen, wenn dann immer mal die Abwärtstendenz kam, hier zum Beispiel gestern, ja, hier jetzt heute schon in der Börse sozusagen. Freitag gab es ein bisschen stärkere Abwärtstendenzen. Hier war es auch mal ein bisschen mehr. Und wenn wir jetzt da nochmal so einen Switch nach unten bekommen, könnte ich es mir vorstellen, dass hier unten der Markt gegebenenfalls nicht weiterkommt und wir ebenfalls ähnlich wie im Euro-US-Dollar dann eine Long-Idee vielleicht etablieren können. Wobei das beides eigentlich nicht die gleiche Sprache spricht und es vielleicht auch so ist, dass nur eines davon irgendwie Früchte trägt, entweder der Euro-US-Dollar Long oder entsprechend der Dow Jones Long, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht auch nur in einem dieser Märkte überhaupt in diese Bereiche kommen oder vielleicht in gar keinem.
Somit wäre das jetzt erstmal auch ein Gedanke für die Long-Seite und für die Short-Seite. Ich könnte es mir vorstellen, denn es war in den letzten Tagen so und ich hatte auch häufig schon erklärt in den letzten Tagen, warum das so ein bisschen long wie short gehen kann und auch heute die Wirtschaftskennzahlen erstmal wieder nichts anderes mit sich bringen und auch gestern die Earnings zum Beispiel auch so ein bisschen Mixed Picture gaben, könnte ich es mir halt vorstellen, wenn wir nach oben kommen, dass eben auch hier ähnlich wie gestern, ähnlich wie vorgestern, der Markt nicht weiterkommt. Und auch hier ist allerdings die Zone so ein bisschen größer zu wählen, und zwar so Pi mal Daumen in der Bereich. Ja, auch da müsste man erstmal reinlaufen. Ich würde mir jetzt unten wie oben entsprechend so kurz vor die Bereiche Alarme legen. Und dann würden wir auch hier ja dann entsprechend hören, wenn es bimmelt. Und dann schauen wir uns das Ganze entsprechend dann, ja, an und gucken, was wir da eventuell tun können oder entsprechend nicht. Jetzt starten wir durch. 14:30 ist es. Merkt man gleich, der Markt nimmt ein bisschen Schwung auf. Und von meiner Seite ist erstmal so die Kernüberlegung getan. Und somit die Frage an dich, Dirk. Hast du eine Idee jetzt direkt mit der US-Eröffnung oder bist du da erstmal so ein bisschen an der Seitenlinie? Nö, Ideen schon. Gucken, ob der Markt sie macht. Ich kann ja mal dann auch meinen Bildschirm dann jetzt mal übertragen. Ja, machen wir. Bin nämlich schon drauf. Dann machen wir das doch mal so. Sollte zu sehen sein alles, ne? So, also ich habe halt hier oben jetzt erstmal eine Order hingelegt, eine Short Order, also ich will gar nicht rauf mit dem Teil, sondern eher runter, zumal der DAX ja auch heute Morgen tatsächlich ganz gut vorgelegt hat. Da wird jetzt natürlich der eine oder andere sagen, ja, was hat der DAX mit dem Dow zu tun? Naja, wir haben halt schon eine gewisse Korrelation und der Stärkere ist eigentlich in den ganzen letzten Monaten immer der DAX gewesen und infolgedessen müsste es eigentlich so sein, dass der auch so ein bisschen maßgeblich dann unterwegs sein könnte eben für den Dow, auch wenn der Dow immer wieder versucht, so ein bisschen aufzuholen, was er in letzter Zeit irgendwie auch dann aber wiederum recht selten hinbekommen hat. Ich sehe vor allen Dingen das Bild hier. Wir haben halt hier unten, das ist jetzt der Stundenchart, da sehen wir halt ein Gap, also hier in Gelb. Und der DAX hat eigentlich, der Dow hat schon die Angewohnheit, eigentlich, wenn er das mal angefangen hat, so ein Gap zuzumachen, eben auch ganz zuzumachen. Ne? Hier hat er mal irgendwie kurz reingestochen, da war ich schon relativ unglücklich mit, dass er das dann nicht gemacht hat, aber okay, ist erstmal abgeprallt, recht sauber, ist ja dann auch in Ordnung, aber im zweiten Anlauf, nachdem wir jetzt hier im Gap geschlossen haben, müsste das eigentlich dann irgendwie auf der Unterseite dann auch mal kommen. Wir sehen auch hier oben die Korrelation, ich habe es ja gerade angesprochen, hier oben in Weiß ist der DAX und drunter in Blau ist der Dow. Man sieht, der DAX ist die ganze Zeit immer stärker, zieht also die Korrelation immer nach oben die ganze Zeit irgendwie weg und deswegen, da der jetzt halt irgendwie auch auf die Mütze bekommen hat, müssten wir eigentlich im Dow so ein bisschen was sehen. Ich für meinen Teil würde jetzt erstmal Short suchen in dem Bereich hier oben, ganz simpel vom SMA 20, weil das oft eben ein guter Richtungsgeber ist, also nicht nur der alleine, aber der drückt sich hier nach unten. Dann haben wir hier ein Framing in Rot, das heißt also die Außenstäbe sind halt hier in Rot, das sind schon mal zwei Argumente, die da oben zusammenkommen bei etwa dem Bereich von der 260. Und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann sieht man hier bei der 260, ist dann ebenfalls hier zum Beispiel der VWAP, der da oben ebenfalls runterkommt. Und wir haben jetzt, klar, es ist jetzt natürlich bis jetzt nur der Future gelaufen, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, dass man eben sich nicht zu sehr rein an dem Future aufhängt, weil er hat halt noch keine Aktie mitgespielt, sondern eben halt nur vorbörsliche Geschichten. So, und der reine Aktienhandel startet ja jetzt irgendwie gerade erst. Da kann das natürlich sich auch mal ein bisschen anders darstellen. Trotzdem glaube ich aber, wenn ich mir das hier so angucke, auch mit dieser massiven Bewegung, der hätte schon Lust, die irgendwie nochmal ganz wegzunehmen und beziehungsweise nochmal ganz zurückzukaufen. Das wäre dann hier oben die 322. Würde aber nicht funktionieren. Also was halt, oder andersrum, ich glaube nicht daran, das hat aber nichts mit Glauben zu tun, sondern natürlich auch eher mit Erfahrung aus der Beobachtung über natürlich längere Zeiträume, dass der Markt es jetzt schafft, einfach so hier oben durchzulaufen und dann zum Beispiel hier oben neue Hochs zu machen. Da hätte ich so meine Zweifel dran. Dass der aber Lust hat, hier diese Abwärtsbewegung, die da, wo sie angefangen ist, dort nochmal in die Nähe zurückzukommen, halte ich allerdings schon für machbar. So, aber dann eben auch nur, wäre dann für mich eher dann so ein Entry, wo ich sage, ja, da halte ich erstmal Short dagegen und dann gucke ich mal, ob wir von dort nicht wieder runterkommen, bis dahin, wo wir jetzt die Kasseeröffnung an sich angefangen haben. So, aber man sieht, momentan gibt es noch nicht so wirklich Handlungsbedarf, zuckt hier die ganze Zeit auf der Stelle. So, vorhin hat, wer hat gemeint in den Kommentaren, der Jürgen, ein hellerer Bildschirm würde helfen. Ja, meiner ist jetzt noch dunkler, aber dafür halt kontrastiger. Ich glaube, das war ja auch eher gemeint und ich glaube, man kann es ja auch ganz gut erkennen, was ich, wovon ich hier rede und von welchen Bereichen.
Was hier auch noch mit reinkommt, ist hier das Volumenprofil, das hier drin ist, aus dem Future natürlich gerechnet, nicht aus dem CFD, hier mit dem VPOC Add-on. Und da sehen wir halt relativ deutlich, dass der Future-Markt jetzt gerade versucht, hier wieder in die Value-Area zurückzulaufen. Ne? Also raus aus dem grauen Bereich, wieder rein in den blauen Bereich. Ganz simpel, hier ist einfach das meiste, oder hier ist der Kern dessen, was heute volumentechnisch gehandelt wurde. Und das höchste Volumen hatten wir eben auch hier oben bei der 322, also 42.322. Und oft ist es eben so, wenn der Markt erstmal anfängt, wieder in die Value-Area reinzulaufen, dass eben die nächste Haltestelle der VWAP ist, den hätten wir hier, und dann die übernächste, dann halt eben der Point of Control, je nachdem, was zuerst kommt. Und das oder bekräftigt mich so ein bisschen in meiner Annahme, dass ich sage, naja, eigentlich kann das nicht ohne weiteres da oben durchlaufen, darf es wohl mal versuchen, aber ob das dann funktioniert, das halte ich für fraglich. Hier unten auch nochmal der H1 parallel dazu, da sehen wir es halt ein bisschen kleiner, ich weiß, aber zumindest mal überhaupt für die Übersicht, hier oben da, wo die Maus ist, man sieht sie, dort ist auch der SMA 20 und das ist eben genau der Bereich um, was ist das hier, 284, also relativ auch nur ganz knapp hier drüber. Ne? Also dieser Bereich wäre für mich ein Short-Bereich. Was noch dazu kommt, um mal rein beim Dow zu bleiben, klar, ihr kennt es ja von meinem Handelsstil, ich versuche ja immer irgendwie nur einen Markt irgendwie zu handeln oder beziehungsweise ich handle ja bei solchen Sessions immer nur einen Markt und deswegen gucke ich da lieber tiefer, genauer rein als jetzt zu viele Märkte, weil es ja irgendwie nur im Idealfall eine saubere Nummer werden muss. Und da sieht man zum Beispiel halt auch hier, ne, hier ist Tagesbeginn und das halt eben hier da oben so ein bisschen ja auch Supports gewesen sind im kleinen Rahmen natürlich. Ne? Das heißt also dieser Bereich, dort würde er eben auch dagegen laufen. Das heißt, da hätten wir schon vier Argumente. Nämlich einmal SMA 20 im H1, rotes Framing im H1, dann hier der VWAP und der Rücklauf in die Value Area und eben dann halt hier noch diesen Support, der vorher, beziehungsweise der ehemalige Support. Kann ich hier mal kurz ein bisschen schöner machen, damit irgendwie klar ist, das ist jetzt ein Widerstand. Da oben der rote Bereich, der verlängert sich jetzt auch dann selbst nach rechts. So, das heißt, ich bin natürlich wie immer dann halt hier todesmutig und halte erstmal einfach dagegen. Und das kann natürlich auch mitunter anstrengend werden, deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Ich bin natürlich ja dann auch bereit, die Position aufzulösen oder zu skalieren. Das muss ich mir gleich mal angucken, wie ich damit umgehen würde. Und deswegen kann natürlich auch erstmal daneben gehen. Ich glaube es aber halt nicht so wirklich. Ich mache mal einen jetzt hier rein, der war ein bisschen spät. Den mache ich dann dafür weg. Aber so ein bisschen Reaktion haben wir jetzt hier erstmal gesehen. Und mal gucken, hier oben ist der M15, der dann eben auch noch dabei. Und der läuft auch, ne, ganz simpel, erstmal gegen den fallenden SMA 20. Gut, der Entry war jetzt hier nicht so klasse. Den hätte ich schon irgendwie genauer am VWAP da oben eben machen können. Aber ist soweit erstmal für meine Begriffe eigentlich trotzdem okay. Ne? Nicht so glücklich, wenn er also hier nicht irgendwie jetzt ordentlich Gegenwind bekommt, dann würde ich ihn erstmal nochmal auflösen, dann versuchen, dann irgendwie mit der nächsten 5-Minuten-Kerze dann nochmal da oben irgendwie einzutüten. Ja, weil es hier so geht schon ein bisschen stark dagegen, wie ich finde. Ja, aber okay, heißt erstmal noch nichts. So, ich mache den erstmal raus. Ne? Den hätten wir jetzt irgendwie 10 Punkten rausnehmen können, aber ich fand den Entry jetzt nicht gut, deswegen mache ich den mal raus und setze eher hier oben nochmal an. So, das ist jetzt der Effekt mit meiner Stimme, den ich am Anfang gesagt habe. Ich halte stimmlich einfach nicht lange durch noch. So, Markus, du darfst sehr gerne noch mal reingrätschen verbal. Dann grätsch ich rein und kann den Markt immer versuchen, nach oben zu quatschen. Hilft mir ja auch. Das ist ja das Schöne eigentlich, wo wir uns so ein bisschen auch unterscheiden, ne? Dass ich von meiner Seite natürlich jetzt nicht gleich direkt mit der Markteröffnung sofort dann eben einen Trade offen habe, weil ich ja ich warte ja darauf, dass der eben dort oben reinkommt, wo du ja schon längst dann drin bist, ne, und entsprechend, wie du gerade gezeigt hast, eben auch mal schnell den Trade etwas schneller geschlossen ist und Gleiches gilt auf der Unterseite. Für mich muss erstmal was passieren. In den meisten Fällen, wenn ich mir Bereiche zurechtlege, werden die schon auch in den ersten 1-2 Stunden irgendwo laufen. Aber es bedeutet halt warten. Ne? Das ist auch in den Live-Trading-Räumen häufig dann der Fall, dass wir manchmal eine ganze Stunde warten. Heute war es dann, glaube ich, auch erst nach dem Live-Trading-Room so, wo ich dann diesen
besprochenen Trade dann entsprechend machte, welcher am Ende auch ausgestoppt wurde. Ne? Das gehört ja dazu und gehört bei dir ja genauso dazu, dass man eben sagen muss, okay, wenn die Idee erstmal nicht hinhaut, dann muss man rausgehen. Und entsprechend warte ich halt ab und will ja immer so ein bisschen die größeren Moves versuchen, damit eben mitzunehmen. Ne? Und da schauen wir mal. Mal gucken, was jetzt da bei Dirk passiert, ob er mitgenommen wird. Also du hast jetzt, wenn ich es noch richtig verstehe, du hast jetzt 2 Verkaufsorders drin. Und wenn wir in Richtung des Tageshochs kommen, da würdest du dann sagen, nee, das ist jetzt nicht so, also das gefällt dir dann nicht mehr. Oder wie war jetzt da der Plan? Ja, Tageshoch, ja gut, das wäre ja schon hier oben, ne, der Bereich. Das wäre ja schon das Intraday High. Gerade mal irgendwie hier gucken. Ach nee, das ist sogar noch höher, ne? Da oben wäre das Intraday High. Das hier ist ja, glaube ich, jetzt nur ab 8 Uhr, so wie ich das sehe. Und da würde ich halt irgendwie, keine Ahnung, ne? Also das rein vom Framing her, rein vom Bild her, würde ich da erstmal dagegen halten. Ob der jetzt dann aber ganz runterläuft und dann irgendwie das Ding auch wirklich nach unten auflöst, weiß ich natürlich nicht. Ich meine, das Schöne ist, gut, es bringt jetzt hier auch nichts mehr, ne, dass der DAX eben wirklich bilderbuchmäßig heute gelaufen ist, exakt wie gestern irgendwie vermutet, also wirklich haargenau und auch noch weiter sogar nach unten, also auch mit dem, genau dem richtigen Anlauf. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass der Dow das jetzt hier genauso macht. Und weil oft ist es ja dann eben tatsächlich so, und der DAX hat es ja nicht anders gemacht. Erstmal ein bisschen rauf und dann halt eben nachher runter. Aber auch sehr zäh. Was aber halt wirklich Punkt ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Dass es ganz oft dann eben, wir sind ja halt hier beim Live-Trading immer zeitlich so eingeschränkt. Ne? Und wir haben dann jetzt hier, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und in der Zeit muss der Markt in Anführungszeichen es dann machen. Und das ist halt schwierig, ne? Und deswegen bin ich auch tatsächlich oft geneigt, zu schnell zu reagieren, ne? Bevor ich dann nachher irgendwie gar keinen Trade habe. Das hat nichts mit falscher Stolz zu tun, aber ich will natürlich schon versuchen, ja, oder keine Möglichkeit irgendwie auslassen, zumindest das mal halt irgendwie anzufangen, was ich da halt eigentlich vorhabe. Aber es ist halt eben dann, führt dann oft dazu, dass so ein Ding dann eben zum Webinarende hin dann eben noch offen ist und man danach halt irgendwie dann nochmal irgendwo an anderer Stelle was dazu sagen muss. Schöner ist natürlich, ne, man ist irgendwie um eine Minute nach Markteröffnung im Markt und irgendwie um eine Minute vor Ende der ersten halben Stunde mit 100 Punkten raus. Ja, das ist natürlich das Netteste, ja. Also wünschen wir uns alle. Aber ne, jeder, der nicht erst seit gestern tradet, der weiß ja, wie es ist. Also oft sitzt man da oder andersrum, wie der Markus ja auch gerade gesagt hat, warten. Man muss manchmal einfach warten und warten ist definitiv die größte Kunst, die größte Herausforderung, weil man sitzt ja da, man hat ja die Maus in der Hand, man könnte ja einfach mal klicken. So, und das ist tödlich. Das ist einfach nur wirklich tödlich, das kann man nicht anders sagen. Vielleicht mal ganz kurz, wir wollen auch den Stereo-Trader natürlich auch so ein bisschen auch in dem Zuge hier zeigen. Du hattest jetzt wunderbar da geklickt und dann kam es tageshoch und da gibt es noch viele andere kleinere Buchstaben. Ich sehe da Pivots, Fibos, High-Low, Alerts. Was kann man da mit diesem Panel im Prinzip jetzt, sage ich mal, schnell ein- und ausschalten? Was geht da alles von oben nach unten? Ganz schnell? Ja, das ist natürlich echt so, das ist eigentlich eher so Nebensächliches, ja, aber es macht das Leben, finde ich, halt deutlich leichter, ne? Weil man muss halt nicht auf die Suche gehen. Normalerweise, also fange ich lieber nicht an mit den Sachen, die jetzt wegen der Zeitumstellung gerade mal eine Woche nicht gehen, aber generell, ich habe halt hier einfach mal schnell die runden Marken, die ich hier einen ausblenden kann, also 100er Marken. Oder je nachdem, wie es gerastert ist, ist es halt mehr oder weniger. Ich habe halt hier das Volumenprofil. Ich kann mir alles, was ich gezeichnet habe, kann ich hier mal kurz irgendwie ein- und ausschalten. Ich kann mir auch Alarme einfach reinlegen. Dann Intraday, High-Low, Vortages-Hoch-Tief oder auch schnell mal die Fibus von dem, was jetzt Intraday hier gelaufen ist, kann ich mir auch mal schnell irgendwie holen und sehe dann halt eben auch hier, ah, okay, wir sind bei der 50% irgendwie gedreht. Oder eben auch Pivotpunkte, ne? Also jetzt hier auf die Stunde gerechnet, auf den Vortag gerechnet, auf die Woche oder sogar den Vormonat, ne? Und das kann ich halt hier alles recht einfach per Knopfdruck einfach zu- und wegschalten und muss dann auch nicht ständig malen. Weil du sagst ja auch immer, ne? Je weniger, desto mehr, desto besser oder weniger ist mehr, sehe ich auch so. Aber manchmal fragt man sich ja halt schon so, okay, wo war denn jetzt irgendwie eigentlich das? Man hat es dann hier eben einfach direkt im Zugriff und kann es ja dann auch wieder wegmachen. Und wenn man irgendwie gar nichts haben will, hat man es dann irgendwie auch mit 3 Klicks dann erledigt. Kann man das jetzt da auch, kann man das alles auch theoretisch irgendwie selber belegen oder kann man da zusätzliche eigene Punkte oder Button hinzufügen oder was geht da jetzt alles noch mit diesem An-Aus-Panel sozusagen?
Nee, das geht tatsächlich nicht. Also es sind die vordefinierten Sachen, die sich aber schon natürlich so im Laufe der Zeit an dem gerichtet haben, was die Leute sich halt gewünscht haben. Ne? Also ich gucke ja auch immer drauf, so okay, was wird gefragt und was will man gerne haben? Oder auch hier zum Beispiel, das kam auch ganz eindeutig durch Userwünsche dazu, dass wir hier immer so die Restzeit stehen haben, ne, von der aktuellen Kerze. Die wird jetzt rot und dann, zack, wird sie wieder grün, ne, also in so ein paar Sekunden vorher, damit man da eben auch sieht, okay, ich muss da nicht auf die Uhr gucken, die ich hier oben habe oder an der Hand habe, sondern ich bin halt einfach immer ganz nah am Markt dran. Was ich übrigens eins von den einfachsten Sachen finde, glaube ich, auch ganz wichtig, im MetaTrader hoch und runter geht gar nicht, ja, so ein einfaches Ding. Schaltet man hier an und aus und dann kann ich plötzlich auch das Ding hier frei bewegen. Das sind so Kleinigkeiten einfach, ne, die aber halt, finde ich, schon wichtig sind. Aber ich habe mich natürlich so dran gewöhnt, dass ich sowas gar nicht mehr großartig irgendwie erwähne. Und da geht's schon wieder los, ja. Markus, du musst Der Dirk. Ah. Ja, schön. Wir können ja nochmal meinen Bildschirm nehmen, um jetzt vielleicht nochmal kurz so ein bisschen abzugleichen, ob sich jetzt da irgendwas verändert hat. Ja. Bei Dirk sah das ja jetzt, ne, da er auch auf der kleinen Zeiteinheit ist, und das ist vielleicht auch etwas, was für euch alle nicht ganz so verkehrt ist, wenn man sich Gedanken gemacht hat, ne, was man jetzt machen möchte. Also man sollte sich ja, bevor man einen Trade macht, halt Gedanken machen, okay, wo macht das Sinn, vor allen Dingen, wie sollte der Trade aussehen und so weiter. So, und wenn ich jetzt im Prinzip meine Alarme gesetzt habe und die Schwierigkeit ist es ja häufig, wirklich abzuwarten. Ja, man könnte jetzt überlegen, Dirk hatte ja jetzt quasi die Überlegung aufgebaut, dass hier eventuell irgendwo in diesem Start dieser Kerze, vorhin hat, ich glaube, Lutz geschrieben, dass es eventuell die Zahlen, nee, Chris schrieb, ob es gegebenenfalls die Zahlen von Caterpillar gewesen sind, die irgendwie schlechter waren, die da den Dow so ein bisschen nach unten gerissen hatten. Kann durchaus sein, ich hatte es ja selbst nicht gelesen, aber durchaus denkbar. Ja, und dann eben solche Ideen aufzubauen, wenn wir hier heranlaufen, irgendwie, dass da dann der Markt an solchen Stellen nicht direkt weiterkommt und im Prinzip erstmal irgendwie wieder Richtung Süden läuft. Ne? So, und der Bereich steht ja ebenfalls fest, ob ich nun den da oben nehme oder den Bereich oder irgendwie auch im kleineren Bilde unterwegs bin. Es ist manchmal ratsam, quasi, ich habe jetzt hier den 15-Minuten-Chart, sich das Bild wirklich zum Beispiel auf dem 15-Minuten-Chart anzuschauen. Denn am Ende ist der Markt ja dadurch kein anderer. Der läuft, und das wollen wir ja abwarten von meiner Seite, irgendwie, der soll hier hochlaufen oder er soll irgendwie hier runterlaufen. Ja, ob man sich jetzt den auf Minute, 5 Minuten, 2 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde anschaut, ist ja eigentlich völlig egal. Die Gefahr ist, oder die Versuchung, das ist das, was Dirk gerade meinte, ne? Wenn man jetzt hier auf dem Minutenchart ist, ne, ständig neue Kerzen und das bewegt sich irgendwie gefühlt alles noch viel schneller und doch nochmal ein Hoch und nochmal ein Tief, und dann ist man natürlich geneigter dazu, so ein bisschen wirklich sinnlose Trades zu machen, wo man im Nachgang sagt, das hättest du ja eigentlich sein lassen können. Jetzt, warum hast du das jetzt gemacht? Die Versuchung ist aus meiner Sicht schon viel, viel größer. Und von daher habe ich mir das dann auch häufig angewöhnt, wenn ich abwarte, dass ich zum einen den Chart eben nicht auf Minutenbasis laufen habe, sondern ich lege mich da nicht zwingend fest, aber ich habe meistens irgendeine hohe Zeiteinheit laufen, also eine Stunde manchmal oder auch 30 Minuten, 15 Minuten, aber eben meistens nicht den Minutenchart. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir angewöhnt habe, halt nicht jetzt, wenn ich zwei, drei Märkte offen habe, vielleicht auch auf verschiedenen Bildschirmen, jetzt eben davor zu sitzen und zu warten, weil da geht man ja ein. Also das mache ich schon lange nicht mehr. Also klar, wenn ich was erkläre, wie mit euch jetzt, oder wenn ich jetzt sehe, okay, der Markt ist eh jetzt auf dem Weg, ne, man guckt immer mal mit dem Augenwinkel drauf und wir sind jetzt hier irgendwie auf dem Weg nach unten und wir wissen, okay, hier kommt eh der Alarm, dass man dann vielleicht mal irgendwie ein, zwei Mal mehr hinlugt. Ja? Aber wofür habe ich denn die Alarme? Ich habe sie doch dafür, dass ich, wenn es bimmelt, dass ich dann erst drauf schauen muss. Und man sollte natürlich den Plan dafür haben, was will ich da machen, wie sollte das aussehen, was mache ich dann mit dem Trade, aber das eigentliche Traden fängt ja erst an, wenn man eingestiegen ist. Ja, aber auch dann ist eigentlich viel abwarten. Sprich, ich habe mir im Laufe der Zeit halt einfach ablenkende Aufgaben gesucht, ne? Und habe zum Beispiel Streams, habe Webinare, aber auch noch viele andere Aufgaben. Klar, auch das Backoffice will erledigt werden. Ja, also ich habe wirklich mir viele Dinge, die mir Spaß machen. Gut, jetzt muss ich sagen, das Backoffice macht mir nicht so viel Spaß, aber trotzdem ist es eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Aber es gibt halt viele Dinge, die man natürlich machen kann, mit denen man sich ablenkt. Und ich lese zum Beispiel auch viel. Ich habe dann eben, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt haben wir schon fast wieder, was haben wir jetzt, für eine halbe Stunde hinter uns vom Webinar und 20 Minuten Markteröffnung. Was ist denn passiert am Ende jetzt hier? Nichts. Ja? So, jetzt sind wir wieder hoch, dann waren wir am Tief. Da ist ja wirklich jetzt aktuell nichts passiert.
aber man hat vielleicht schon 3 Trades gemacht. Also ich früher, vor vielen Jahren, da war das so, dass ich dann irgendwie total hibbelig irgendwie jetzt schon 3-4 Trades und man wundert sich, dass die dann irgendwie nicht laufen oder ausgestoppt werden oder was auch immer. Ne? Sprich, ich bin da entspannter. Jetzt wird Dirk bald bimmeln wahrscheinlich, weil jetzt kommt da so ein Stück nach oben. Und was ich dann im Prinzip mache, ist, dass ich dann wirklich gucke, ne, das ist ja, ich lese mir dann Artikel bei Bloomberg durch, lese mir Artikel bei Reuters durch, habe diverse Webseiten, wo ich auch Informationen herkriege, wo ich dann vielleicht jetzt nochmal lese, was war mit Caterpillar, ja, war das an dem, kam das zu der Zeit und dann ich da nochmal ein bisschen auf die Suche gehe. Das kann man schon machen, ne? Und das können wir ja mal kurz schauen, ob wir das jetzt auf die Schnelle. Hast du was, Dirk? Ansonsten mal weiter hier. Ja, 20 Punkte vorm Entry, wenn er das jetzt endlich macht. Aber mach mal, ich schalte einfach um dann. Warte mal, Caterpillar Stock. Also Short liegt bei 284 als Limit Pullback. Okay, das kannst du ja gleich nochmal erklären. Wir gucken hier mal kurz drauf. So, was haben wir denn hier? Die Caterpillar ist erstmal um 3,5% nach unten. Also, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe es nicht im Kopf, ob Caterpillar überhaupt im Dow ist. Da muss ich selber erstmal gucken. Die Liste habe ich auch mal nicht im Kopf. Und wir haben 3,5%. Jetzt haben wir hier die Gewichtung gar nicht drin. Ach doch, hier 6% Gewicht. Ja, also ist schon, ja, das kann dann sein. Also, wenn die Earnings hatten, dann ist das, kann das ein Grund gewesen sein. Also zumindest erstmal hochgewichtet, größte Veränderung jetzt hier heute im Dow Jones, das auf der negativen Seite, das wird dann schon der Grund gewesen sein. Na, danke. Chris, an der Stelle, also es wird dann höchstwahrscheinlich heute Dirk, da haben wir auch wir die Antwort zu dem Ereignis vorhin. Und jetzt können wir nochmal gucken, mal zum Vergleich. Dirk, du schreist, wenn du was hast, ne? Ja. Also ich bin gerade gefilmt worden, ne? Aber mach du erstmal, weil das ist nicht schlimm. Achso, okay. Und dann gucken wir das nochmal im Dings. Bei YouTube habe ich jetzt mal kurz meinen Bildschirm, aber ich gehe auf deinen nochmal zurück. Also man sieht es ja hier jetzt erstmal, aber ich gehe nochmal kurz zurück zu Markus. Caterpillar. Hier haben wir Platz 45 im S&P 500 mit einer Gewichtung von 0,38. Da ist natürlich logischerweise die gleiche Veränderung. Das muss die sich hier auch wieder verändert haben. Moment. Wo haben wir es denn? Da müssen wir nochmal F5 drücken. Moment. Nee, haben wir mal 3,9. Na, ist egal. Auf jeden Fall ist das ja die gleiche, ne? Caterpillar. So, wir haben hier nur eine Gewichtung im S&P 500 von 0,38%. Im Dow Jones haben wir allerdings eine Gewichtung von 6%. Ja, logisch. Wenn ich eine Aktie habe, die zu 6% gewichtet ist und wenn die sich dann um 3% bewegt, dass den Dow das eben mehr juckt als den S&P 500, ist ja logisch. Ja, und dann haben wir auch das Ergebnis. Wir hatten nämlich vorhin geschaut mit Dirk, ne, im S&P hat man fast nichts gespürt, Nasdaq nichts gespürt, aber im Dow Jones hat man auf einmal den Rutsch nach unten. Und hier sollte, wenn das an dem ist, dass dann auch noch die Earnings schlecht waren, müsste man das gleich nochmal googeln, dann ist das der Grund. Und dann weiß man, okay, ne, Earnings Season haben wir und dass so eine Aktion halt auch gerade in dem Dow Jones, also das ist ja eh auch das Wissen eines Marktes oder das Wissen über einen Markt. Ne. Der Dow Jones ist halt ein Markt, der hat nur 30 Werte. Und wenn dort gerade von den großen Werten hier oben, ja, 6% dreimal, 8% zweimal, also United Health Group und Goldman Sachs Group, wenn die Earnings bringen, dann ist das für den Dow Jones extrem wichtig. Microsoft, Home Depot, Caterpillar, ja, das ist dann nicht unwichtig für den Dow Jones. Und eigentlich muss man sagen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, hätte ich das zumindest im Ansatz zumindest auf dem Schirm haben müssen. Ja, hatte ich nicht. Ne? Und da lernt man ja auch, sage ich mal, nicht aus. Ne? Wenn wir hier raufschauen, sehen wir, hier stand es eben nicht drin wahrscheinlich hier. Also, Quatsch, sind ja hier. Doch, hier steht es, Caterpillar. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Heute kriegen wir aber noch Microsoft und Meta. Wenn wir da mal raufschauen, ne? Microsoft mit 6,6%. Ne? Und wenn da dann eben heute nachbörslich allerdings erst was kommt, dann ist es für Dow Jones wichtig. Aber hier im Unterschied zu Caterpillar auch natürlich im S&P 500 6% Gewicht. Ja, so. Also die Microsoft ist für beide Indizes, und ich habe es halt immer mehr so für den S&P 500, die großen, die Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet. Alphabet hatten wir gestern, ja, und wenn wir hier nochmal raufschauen, kriegen wir eben Microsoft und Meta nach, Börse, Amazon und Apple morgen, ja, und die habe ich für den S&P 500, da habe ich das schon auf dem Schirm, und Dow Jones ist mir Caterpillar so ein bisschen durchgerutscht, aber
Ist es schlimm? Nee. War ich investiert in dem Moment? Nee. Wäre ich investiert gewesen auf der Long-Seite, was hätte passieren können? Ich hätte maximal ausgestoppt werden können. Vielleicht ein wenig schlechter, weil die Bewegung vorbörslich da war. Jetzt kommen wir nach oben hier. Wie machst du jetzt an Dirk an der Stelle? Ich kann ja mal kurz zu dir rüber switchen. Ja. Also geht jetzt gerade motiviert da oben rauf und fliegt ja wahrscheinlich jetzt auch erstmal raus im ersten Ansatz, wie das gerade aussieht. Also hier unten bin ich erstmal short gegangen, da oben, den unten habe ich nochmal rausgenommen. Hier das Risiko jetzt erstmal verkleinert, bei mir ist das Intraday High, also das Tageshoch, so ein bisschen zu nah hier. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er den jetzt nicht haben will. Deswegen lasse ich mich jetzt hier auch erstmal ausstoppen und skaliere nicht irgendwie die ganze Zeit blind dagegen. Also der ist jetzt erstmal raus. Ich glaube nur trotzdem nicht, dass der da oben stehen bleibt. Und deswegen will ich auch gleich nochmal reingehen und dann lieber irgendwie 3, 4, 5 Mal versuchen, als da jetzt irgendwie zu lange dagegen zu halten. Weil was ich unverändert nicht glaube, also hier unten sieht man es ja eben nochmal im H1, ist, dass der mal ohne weiteres da oben nicht nur drüber läuft, sondern vor allen Dingen auch stehen bleibt. Daran habe ich meine Zweifel, dass das funktioniert. Und weil er hier eben gegen... Also das Maximum wäre, wenn man jetzt die Extension hier wirklich sieht, tatsächlich nochmal sogar die 400. Das wären dann mal locker 120 Punkte mehr, als ich vorhin hier gedacht habe. Ich meine, raufgehen, ja, okay, unten long gegangen wäre ich im Leben nicht. Gut, im Nachhinein betrachtet ein Fehler, das ist schon okay. Aber Glaskugel gibt es ja natürlich auch nicht. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal gucken, ob wir hier oben so einen kleinen Schuss nach oben rauskriegen, ob dann die Liquidität so ein bisschen flöten geht. Eventuell bauen wir hier halt auch irgendwie so einen kleinen Squeeze aus. Ich bin jetzt hier mittlerweile im 2-Minuten-Chart unterwegs. Ihr macht jetzt hier gerade auch neues Tageshoch. Man sieht, das Level hier geht jetzt mit. Und ich würde im Maximum aber dann da oben dagegen gehen, also sozusagen in der Extension vom Framing. Und das wäre dann eben die 400 beziehungsweise 407. Da würde ich da oben nochmal ansetzen und dann dort eben nochmal versuchen, den Markt zu erwischen. Was mir jetzt allerdings nicht so wirklich gut schmeckt, ist eben hier die Uhrzeit, wenn ich mir die angucke, mittlerweile bei kurz vor 3 und der Markt tendiert ja schon gerne mal dazu, irgendwie auf die letzten Meter von so einer Stunde sich nochmal irgendwie richtig überhaupt erst zu positionieren. Was heißt positionieren? Sich darzustellen, so muss man es ja eigentlich eher sagen. Und so, dass wir ganz oft eben in den letzten Minuten, oft auch Sekunden, dann erst die eigentliche, oder das eigentliche Bild dann halt kriegen, was es dann eben werden soll. Aber dass wir überhaupt so hoch jetzt laufen, hätte ich schon nicht vermutet. Ne? Also, da lag ich dann erstmal falsch. Aber ich bin bei, aber wenn ich das dann aber auch so sehe, ich meine, man hat mich schon oft irgendwie skalieren gesehen, ne? Und irgendwie so nach dem Motto, ja, stopp immer weiter. Nein, natürlich nicht, ne? Also das muss halt auch immer irgendwie einen Sinn ergeben. Und hier ist das so eine Sache, wo ich sage, das ergibt für mich jetzt erstmal keinen Sinn. Und dann gehe ich dann auch nicht hin und halte da irgendwie die ganze Zeit blind dagegen, sondern lass den erstmal machen und dann halt mal gucken, was er mir hier überhaupt erzählen will und was er da vorhat, um mich dann halt eben auch nochmal neu einzufinden. Also ich glaube, das ist irgendwie clever. Ich habe letztens irgendwie auch, also ich meine, wir tauschen uns ja auch aus, ja. Das ist ja auch nicht alles abgesprochen, was wir uns hier erzählen. Ganz im Gegenteil, ne? Wir gucken uns die Technik vorher an und unterhalten uns dann halt hier live. Und mir ist schon auch so ein bisschen hängen geblieben, deine Einwände halt hinsichtlich zum Beispiel halt lieber eintraden, lieber mehrfach rein und aber dafür nachher ein besseres CAV. Habe ich letztens auch mal nochmal so gemacht. Dann habe ich auch, ich glaube, 10 Trades irgendwie in Folge daneben und der 11. oder so hat es dann gemacht. Aber dann mit einem CAV, dass du in der Statistik quasi die Verluste gar nicht mehr gesehen hast. Ja, das war dann unten nur so ein schmales, rotes Irgendwas. Aber halt dann eben nach oben weg ist vor allen Dingen, wenn man nicht genau abschätzen kann, wo der Markt jetzt wirklich drehen wird in die Richtung, die man eigentlich haben will, nicht selten die bessere Herangehensweise. Das stimmt schon. Aber es kommt immer so wirklich auf die Gesamtsituation an. Und da will ich jetzt erstmal wirklich sehen, was das hier werden soll. Weil allein schon, dass wir hier und eine Minute vor 3 hier unten so stabil stehen, finde ich schon so ein bisschen, naja, was soll das denn bitte werden? Ne? Da kann es natürlich sein, dass ich dann gleich sage, gut, okay, alles vergessen, was ich gesagt habe. Ich muss mich hier neu sortieren. Kann sein. Ich habe mal, also erstmal gut, ja, man lernt ja nie aus, auch ich nicht. Sehr schön mit, ne, mit kleinere Verluste, größere Gewinne hin versuchen hinzubekommen.
Ich habe jetzt noch mal mir was Kleines überlegt. Ich würde meinen Bildschirm noch mal kurz nehmen. Wie du schon sagst, dass man vielleicht noch jetzt zumindest da, wo wir in etwa gerade sind, vielleicht was hinbekommt. Ich habe mal hier geschaut, also wir haben den relativ großen Bereich hier oben. Hier jetzt, wo wir gerade so ein bisschen zum Erliegen gekommen sind, das ist noch mal so eine ganz kleine Zone. Und ich würde jetzt mal schauen, wenn der jetzt nicht weiterkommt, und da könnte man jetzt auch relativ aggressiv agieren, das würde ich schon mal versuchen wollen, je nachdem, wenn der jetzt hier nochmal ganz kurz drüber geht, nicht weiterkommt und wir würden hier unter die Kerze wieder quasi rutschen, dann würde ich mal einen Short-Versuch wagen. Das ist natürlich wirklich sehr aggressiv, ja, und würde jetzt mal, Moment, da muss ich mir mal kurz, da würde jetzt wahrscheinlich der Meta-Trigger, Moment, ich bin im falschen Kontrakt drin. Da würde jetzt wahrscheinlich der Stereo-Trader, nicht der Meta-Trader helfen, hier mal erstmal mir das vorzubereiten. Und da hast du natürlich jetzt mit dem Stereo-Trader definitiv einen kleinen Vorteil. Und da werden wir übrigens drüber sprechen, Dirk. Ne? Wir werden ja zusammenkommen auf der WOT, auf der World of Trading. Und genau. Ein bisschen klein. Bis dorthin habe ich den Markus dann auch hoffentlich davon überzeugt. So. Blanke Meta-Trader mehr sehen. Wo man immer gucken muss, was hat er jetzt eigentlich für einen Markt auf? Wo steht der eigentlich? Und was ist das? Und wo sind die Orders? Das finde ich immer, also ist ja nicht gegen dich, aber das ist halt Meta-Trader, dann wollen wir. Ich weiß doch, wo der Markt ist. Die Füße bitte. Was? Ich sage, ich weiß doch, wo der Markt ist. Und die Idee habe ich doch. Ich habe jetzt nur, wir haben ja bei JFD vor einiger Zeit die Kontrakte gewechselt, und ich habe hier noch fälschlicherweise in der Analyse die alten Kontrakte, und handeln kannst du die halt nicht mehr, deswegen muss ich jetzt hier mal kurz umswitchen. Wo ist deine Short-Order? Kann ich nicht erkennen. Die ist noch gar nicht drin, die liegt hier oben noch, dass ich sie ranziehen kann, wenn es soweit ist. Ach so. Also die liegt jetzt hier oben und wartet, dass ich mit der was mache. Ja, hier oben liegt die, vorbereitet mit dem Stop. So, die will ich, da oben will ich ja nichts machen, aber ich will jetzt, was ich da, kurz zur Erklärung, ja, wenn der, ich hatte ja gesagt, wenn wir jetzt hier irgendwie drunten hier hinkommen, ne, dann ziehe ich mir die runter und gucke, dass der mich dann, ist ja ein Limit, dass der mich dann nochmal einen ganz kleinen Mini-Pullback dann mitnimmt und dann mal gucken, dass der sich hier dreht. Aber wenn er jetzt nach oben rausgeht, eh nicht. Dann warte ich da kurz ab, ist schon eigentlich wieder so gut wie gegessen, und würde jetzt hier schauen, dass wir das große Bild bekommen, dass der Alarm losgeht, ne, aber ja, mal gucken, bisschen noch Luft, aber zieht er, man merkt, da ist ja richtig Bums hinter, ne? Da muss man jetzt natürlich aufpassen, und dann ist es halt so. Ne? So, ich bin mal nochmal kurz drin in dem Markt, so, ich zeige aber nochmal deinen Bildschirm, das heißt, ich habe hier das Pullback gerade automatisiert gemacht mit dem Stereo-Trader, hat man jetzt vorher, bei der anderen hat man es ein bisschen besser gesehen, bei der hier jetzt nicht so gut, aber halt die erste Gegenbewegung, das kann man natürlich auch anders einstellen. Ich habe jetzt hier die erste Gegenbewegung direkt geschnappt und mal gucken, ob wir jetzt hier dann ein bisschen rückwärts dann eben kommen. Das ist nämlich aber ungefähr auch der Bereich, wo du auch hin wolltest, nämlich knapp über der 400, richtig? Ich gebe dir mal den Bildschirm, Moment. Zack. So. Ja, genau. Wenn es daneben geht, kann ich wenigstens zeigen, dass meiner daneben geht. Aber gut, ich hoffe, dass die Teilnehmer, die hier dabei sind, nicht zum ersten Mal dabei sind, weil tatsächlich waren die letzten Live-Tradings, die waren nämlich eigentlich alle richtig gut. Und das hier ist das Erste, was so ein bisschen anstrengend ist. Aber ist ja auch okay, ne? So, das heißt, ich habe mich jetzt hier erstmal, bin erst nochmal drin. Das ist jetzt genau die Stelle, wo der Markus eigentlich auch rein wollte. Würde aber auch hier jetzt nicht irgendwie, auch wenn der Stop jetzt erstmal da oben liegt, ich will jetzt hier schon ein bisschen was sehen an Gegenbewegung. Und zumal es auch hier wiederum zum H1 passt. Also was natürlich, ne, er hat eigentlich viel zu hoch geschlossen. So, das ist schon okay. Eigentlich hätte man hier schon wieder, oder könnte man hier schon wieder Long ansetzen, da unten an dem letzten Widerstand. Kann man machen. Und uneigentlich ist es aber eben auch ein Bereich, der irgendwie halt recht gut die letzten Tage ja auch immer nach unten gedrückt hat, sieht man ja hier am H1. Und von daher darf er das jetzt natürlich ganz genauso nochmal wiederholen, wie er es die letzten Tage gemacht hat. So, und was halt natürlich auch noch irgendwie hier mir ins Auge fällt, ist da unten, ne, dieser Bruch, den wir hier hingelegt haben vom Framing, das eben rot gewesen ist. Klar, Framing hält ja halt auch nicht ewig. Und idealerweise bricht es genau dann, wenn man halt irgendwie in die falsche Richtung oder in die eigentliche Richtung unterwegs ist. Also idealerweise natürlich ironisch gemeint, das ist halt schon klar. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Also ich meine, würde ein Framing immer 100% funktionieren, hätten wir keine Trends, dann wird der Markt nur in eine Richtung laufen. Kann ja auch nicht sein. Ne?
So, aber auch damit kann und muss man leben. Und deswegen baue ich trotzdem immer noch darauf, dass der Markt jetzt mal abgesehen davon ja auch noch irgendwie sich auch ohne Framings irgendwo hin bewegen darf. Trotzdem baue ich drauf, dass wir hier unten in diesem Bereich relativ schnell nochmal sehen, bei der 300, das wären eben dann 100 Punkte runter. So, wenn er jetzt aber hier auf die Idee kommt, es squeezig weiterzulaufen, weil nichts anderes sehen wir hier, ne? Das ist ein Squeeze, das ist einfach nur irgendwie raufgedrücke im, im M1, sieht man es wahrscheinlich irgendwie sogar noch besser, ne? Da sieht man halt hier eine grüne Kerze nach der anderen, beziehungsweise dafür ist das Framing hier eigentlich ganz gut mit dem Add-on, dass man halt immer sieht, okay, ne, sieht man hier nur grüne Außenstäbe, einer nach dem anderen. Schlauer wäre vielleicht übrigens auch zu warten, bis dieser Squeeze halt bricht. Ne? Also wir haben den Squeeze hier im M1, ganz klar. Und eigentlich wäre es höchstwahrscheinlich klüger zu sagen, na gut, ich warte, bis wir da durch sind, bis das Framing hier mal umdreht, bis wir hier zumindest einmal rot sind oder zumindest aus einer grünen nach unten irgendwie wegstechen. Ne? Und weil damit dann halt logischerweise dann auch die Chancen steigen. Und erste Anlaufstelle wäre für mich übrigens immer in so einem Squeeze auch hier im kleinen Timeframe einfach der SMA 20, also hier unten dieser Bereich dann halt eben, ne? Wo ich jetzt hier mal ganz schnell die Order hingelegt habe, aber die bin ich auch schnell wieder los. So, so sehe ich das jetzt erstmal. Und weil man sieht ja auch, er kämpft in diesem Framing halt da oben. Ich habe, kann man die Kerzen so ein bisschen schlechter erkennen. Ich kann es aber nochmal ausschalten. Er kämpft oder beziehungsweise so erkennt man ganz oft die Squeezes, dass wir halt wirklich im kleinsten Timeframe, ne, nur eine Farbe auf der anderen stehen haben. Nicht die Kerzen. Die Kerzen sind irrelevant, sondern halt eben das, was sie da halt als Framing hinterlassen. Und da ist jetzt tatsächlich das Ding im M1 erstmal unterwegs und der hält normalerweise nicht so wahnsinnig lange. Aber das sehen wir durchaus auch in anderen Timeframes. Ne? Also, da muss man halt nur länger warten. Ja, ja, wir haben es gesehen im Weekly, im DAO Oktober, seit Oktober 2023 bis keine Ahnung wann. Ne? Aber wir gehen mal ganz kurz auf deinen Bildschirm. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz dein Framing von zu meinem Framing. Ich habe ja jetzt, also ich nenne das nicht Framing, ne? Ich habe da einen Bereich, so, den hatte ich ja eingezeichnet, da sind wir ja da reingelaufen. Man merkt, dass da ja in dieser Zone, da irgendwas passiert da, ne? Sonst würde er ja weiterlaufen. Also hier ist schon so diese Sinnhaftigkeit dieser Bereiche, das merkt man. Ne? Ob der nun weiter nach oben geht oder nicht, das weiß ich in dem Moment jetzt natürlich noch nicht. Aber man merkt, da ist was. Und in häufiger Situation, deswegen kommt jetzt diese Idee gleich, der Idee von Dirk, dass hier eben durchaus das Potenzial besteht, dass wir zumindest erstmal hier wieder zurücklaufen können. Ja? Und ich lauere jetzt hier. Besser wäre es natürlich noch hier oben, aber es kann ja sein, dass wir später heute sehen, dass das der Tageshochpunkt war. Ne? Und wir merken, da kämpft er. Und noch ist er weder hoch noch runter. Er entscheidet sich nicht. Er ist sehr eng, und das ist für einen DAO wirklich eng, muss man sagen, ja, ist der jetzt hier irgendwo in diesem Bereich hängend. Und ich habe jetzt genau das, Dirk, was du jetzt gerade erklärt hast. Ich schaue jetzt gerade so ein bisschen und beobachte noch, ob wenn der jetzt hier wirklich die kleinen Bereiche nach unten durchstößt, mal kurz hier reinläuft, um dann hier so eine Art Rebound irgendwie zu verkaufen. Das würde ich jetzt, da lauere ich jetzt mal drauf, ob das kommt. Und das heißt natürlich warten, und wenn er nach oben weggeht, ist alles erstmal wieder zunichte. Aber man merkt, irgendwas ist da. Ne? Und dann lass ihn mal schon so ein bisschen mal unten anfangen. Und wenn ich Pech habe, läuft er weg. Du bist schon drin, aggressiver eingestiegen. Und ich gucke mal, dass ich da, ja, dass man vielleicht noch was draus macht. Aber so, ein Euro erst oder rennt nach oben weg. Hier habe ich leider eben das, gut, aber das ist halt so. Ne, die Idee war da, ne, auf der Long-Seite. Das hat man besprochen, aber der hat mir den Gefallen halt nicht nochmal getan, hier nochmal irgendwie unten reinzukommen. Es war sehr eng vorhin. Ja, und jetzt seht ihr ja, dass das, was sage ich mal, von der Richtung her, was wir besprochen hatten, erstmal läuft. Und hier oben würde ich jetzt, ja, hier oben ist zwar auch irgendwie eine Möglichkeit des Shorts, aber das ist mir jetzt aufgrund der Makroökonomie, würde ich das jetzt nicht unbedingt machen wollen. So, jetzt gucken wir mal hier, da wäre jetzt noch vielleicht zeitnah was zu tun. Wir gehen gerne nochmal kurz zu deinem Bildschirm und dann, ich melde mich, wenn es bei mir bimmelt. Ja, wir haben ja tatsächlich diesmal den gleichen Ansatz irgendwie gerade, ne? Also wie du gerade gesagt hast, nur, dass du halt so ein bisschen zurückhaltender bist und ich gerade so ein bisschen mehr aggro unterwegs, aber grundsätzlich die Idee mit dem Bereich da oben ist eigentlich die gleiche, ne? Würde ich mal so sehen. So, jetzt sehen wir es hier. Wir gehen also unter dieses Framing drunter.
Und jetzt geht es halt drum. Ne? Schaffen wir das irgendwie oder nicht? Ich würde jetzt halt hier direkt auch da oben absichern, weil kann nämlich genauso gut sein, dass es jetzt hier nur noch einmal Schwung holen ist und dann ja genau das, ne? Typisches Squeeze-Verhalten kann sein, dass der jetzt nochmal fliegt und dann wäre das der zweite hintereinander, der hier nicht aufgeht. Aber ist schon nicht untypisch. Ne? Deswegen finde ich es auch immer gut, dass man solche Strukturen dann eben auch erkennt. Das ist natürlich noch immer kein Garant dafür, dass man immer alles richtig macht. Aber zumindest, dass man den Markt so ein bisschen einschätzen kann. Weil wenn er das jetzt hier oben wirklich nochmal hier hinstellt, dann läuft er wahrscheinlich noch eine Ecke weiter und dann kriegst du wahrscheinlich genau den Bereich, den du haben wolltest. Dann setzt sich nämlich hier einfach nur der Squeeze fort. Und das sieht leider gerade so ein bisschen danach aus. Ist natürlich für den Short hier natürlich nicht klasse, wenn er das jetzt wirklich so machen sollte. Aber man sieht zumindest, ne, was passiert oder wie der Markt, also es sind halt Algos, die dahinter hängen, nichts sonst, ne, wie sich so ein Squeeze aufbaut und dass da ganz eindeutig irgendein Automat irgendwo dahinter hängt und der halt eben versucht, diese Struktur aufrecht zu erhalten und bis eben das einfach komplett ist, was auch immer man sich da halt irgendwie ausgedacht hat, wohin man den Markt damit schicken will, ja. Und deswegen finde ich es halt wichtig, auch immer sowas zu verstehen. Weil wenn man da nämlich hingeht und sagt, ja, ich gehe mal short, na, ziehe ich den Stop noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter oder mache den Stop irgendwie ganz weg, da hat es schon irgendwie Runs gegeben, die dann halt eben auch ein paar hundert Punkte gelaufen sind und dann eben abends um 21.59 Uhr einfach da stehen geblieben sind, wo man so denkt, so, was mach ich, das kann ja alles nicht wahr sein, ja. Ist aber wahr. Ne? Und aber auf der anderen Seite lohnt es sich aber eben auch, in irgendwie einer gesunden Form dagegen zu halten, weil in der Regel ist es eben auch so, wenn die Struktur aber dann mal kaputt ist und wenn man irgendwie jetzt wie hier den Timeframe erkannt hat, in dem das Ganze läuft, dann sehen wir aber auch in der Regel ganz schnell den Anfang nochmal von der ganzen Bewegung, dass wir eben hier die 228, also ne, mal eben fast schlappe 200 Punkte runter. Da muss man vielleicht irgendwie zwei, dreimal ansetzen, man kriegt den aber, ja. Also wenn man den ganzen Tag Zeit hat, vielleicht auch dazu sagen, irgendwie wenn man denkt, so, ich setze den jetzt mal und dann gehe ich mal einen Kaffee trinken, mache mal ein Schläfchen, das wird eher schwierig. Ne? Aber das ist eigentlich dann auch die Regel, wie so ein Ding dann am Ende aufgeht. Ne? So, jetzt mal gespannt hier im zweiten Anlauf. Mal gucken, ob der Algo dann jetzt hier gleich eine Pause einlegt und wir dann erstmal runterkommen. Und du hast gerade eine Order gesetzt, habe ich gehört, im Hintergrund. Ich habe die nur, dass er nicht aus dem Bildschirm raus ist, erstmal von oben her so ein bisschen runtergezogen. Das okay, so, wir haben es jetzt gedreht, also hier im Squeeze-Framing, also beziehungsweise im Squeeze-Timeframe, jetzt erstmal gedreht und mal gucken, ob wir das jetzt fortgesetzt kriegen. Haben natürlich hier, wie in jedem anderen Timeframe auch, das Problem mit dem SMA 20, der natürlich jetzt erstmal auf die falsche Richtung hat, aber im M1 ist das natürlich im Zweifelsfall auch schnell erledigt, ne? Aber zumindest jetzt erstmal Grund genug zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt erstmal drin und guck mal, ob wir den nicht nach unten fortgesetzt kriegen. Ne? Jetzt hier irgendwie in 2-3 Minuten. Wenn er das aber nochmal umdreht, kann man es vergessen, das gleiche Spiel gilt immer noch. Aber zumindest war eine Sache richtig, die ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass die erste Anlaufstelle SMA 20 wäre und das hat er jetzt auch gemacht. Ne? Also erstmal dahin gelaufen. Und kann jetzt natürlich sein, dass der Algo versucht, von jetzt kommend, von da eben den Squeeze fortzusetzen. Ne? Aber das sind aber trotzdem, bitte? Die kaufen unten halt jegliche kleine Liquidität gleich wieder weg. Entweder ist dann irgendwie, ich habe jetzt mein Orderbuch nicht auf, beziehungsweise mein Footprint nicht, aber das sieht schon erstmal vom Optischen her aus, ob da irgendwelche Icebergs liegen, die da direkt den Markt sofort wieder aufhalten. Ne? Ja, ja. Und mal gucken, es baut halt oben so eine Linie von Hochs aus, die relativ eng beieinander sind. Da ist jetzt spannend, was macht er mit denen? Wird das gleich gekauft oder kommt er jetzt nach oben auch nicht weiter, wie er nach unten nicht weiter kam? Weil dann würde ich in der Tat jetzt dann attraktiver für Short. Geht höchstwahrscheinlich jetzt erstmal nach oben raus. Man sieht's ja, ne? Er stellt sich hier jetzt wieder drauf auf. Deswegen, das macht null Sinn, ne? Das ist zwar jetzt hier leider eine Lehrstunde, wie man Verluste managt, aber es gehört ja dann auch dazu. Von daher, aber es macht keinen, trotzdem, auch das muss man irgendwie kennen und können, finde ich, ne? Das macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwie weiter dagegen zu halten. Höchstwahrscheinlich, also da wäre wahrscheinlich, hätte man eher sagen können, ja gut, gehst du long mit, weil hier läuft ein Squeeze, ja, und der wird auch noch ein Stück weiter laufen, der wird jetzt hier nicht irgendwie nur mich rausgeholt haben und dann jetzt doch wieder umdrehen, glaube ich nicht, sondern jetzt ist dann halt hier nochmal Geduld gefragt, da muss man halt eben gucken, wie weit er dann am Ende dann wirklich kommt, aber der drückt jetzt weiter und wird jetzt wahrscheinlich auch mal kurz eskalieren, nachdem jetzt hier das Bild wieder hergestellt ist
Und der wird dann, und man sieht ja halt, auch die Korrektur an sich, die war im Nirgendwo, ne? Also wenn man das halt sich so mal anguckt oder von mir aus auch irgendwie im größeren Timeframe, wie jetzt hier zum Beispiel irgendwie im 15, die war nirgends. Die war einfach irgendwo im Nirgendwo, ne? Und aber so laufen halt eben Squeezes. Und daher jetzt auch hier, genau wie gerade vermutet, wir kriegen die längste M1-Kerze jetzt hier. Der eskaliert jetzt hier, nachdem das wiederhergestellt ist, erstmal nach oben. Und das sind halt eben genau dann solche Strecken. Ich meine, das sind jetzt hier irgendwie, wo sind wir, 421, 25 Punkte, die kann man sich einfach schenken. Ja, die muss man irgendwie nicht sich doof angucken und dann halt irgendwie einen größeren Verlust hinnehmen. Genau, so jetzt kommen wir oben, wir können ja nochmal auf meinen Bildschirm gehen. Ne? Wichtig ist für mich, jetzt kommen wir wieder zu meinem Denken, dass man vorher idealerweise, dass man sowas schon irgendwie erahnen kann, so eine Bereiche. Weil ihr seht da, ne? Der läuft hoch bis zu einer Zone, da bleibt er hängen. Der nächste große Bereich, der ist halt in dem Falle größer, ist erstmal hier oben. Und mal gucken, was der da macht. Und wenn der da auch so etwas zeigt, wie er jetzt hier gerade gezeigt hat, also hier reinläuft, ein bisschen seitwärts, ne, nicht weiterkommt, vielleicht schon mal nach unten aufbricht, ja, dann würde ich hier halt ebenfalls jetzt dann lauern, irgendwie, ob ich einen Short finde. Ne? Hier ist er mir nicht, also das hat man ja gemerkt, der Unterschied zu dem Gedanken, den ich hier an der Stelle aufbaute, mit dem Gedanken, lass den hierher kommen, lass den nach oben kommen, um dann zu shorten, danach ist der ganz kurz nur mal nach unten, wieder nach oben, baute Liquidität auf. Dann ist er hier wieder nur minimals drunter, sofort wieder nach oben. Das ist ein anderes, also das ist das dann, was man auch in den Streams und überall nicht erklären kann. Das ist eine komplett andere Situation, als ich es eigentlich sehen will. Na, denn was ich hier eigentlich sehen wollte, ist, dass der, und das macht er dann eben auch in vielen Fällen, dass der jetzt hier mit der Kerze zum Beispiel eben schon ein bisschen Bums aufgebaut hätte, ja, dann den Rebound und dann shorten, aber er ist wirklich immer nur unter die ganz kleinen Tiefs drunter, sofort nach oben, ja, wieder unter das Tief drunter, sofort nach oben und wie du schon Dirk sagt, also ich hatte sogar überlegt, mal was ganz Verrücktes zu machen, aber ich will dann immer, das soll nicht zu, ich hatte hier unten überlegt zu kaufen, ja, aber ja, das Problem aber ist gar nicht verrückt, kein bisschen. Naja, du musst dann aber, weil wenn du weißt, hier oben ist eigentlich, kann schon wieder schnell Feierabend sein, dann ist das Problem, dass du dann wirklich das ganz eng abstoppen musst. Ja, so wirklich. Also ja, da hast du dann 10 Dau-Punkte, dass das Sinn macht. Ansonsten, wenn du hier irgendwie den Stop setzt, ja, und dann im Prinzip das hier als Chance hast, das sieht zwar erstmal schön aus, aber das ist ja nix. Ne? So, und da ich halt weiß, dass da oben der Feierabend sein kann und das quasi sehr nah ist, bringt mir das nix. Ja, nur wenn du da wirklich mit extrem kleinem Risiko reingehst und da hast du im Dau halt bis zu einem gewissen Grad dann eben auch deine Grenze. Wir haben jetzt hier dann so die, weiß ich, 79, 80 vielleicht, ja, und ja, hier sind wir dann, naja, 10 Punkte, 11, also ja, wäre vielleicht gerade so noch sogar eine machbare Nummer gewesen, ne? Mhm. Alarm bimmelte eben gerade schon mal, ne? So, jetzt wäre ideal, dass der vielleicht sogar davor jetzt so ein bisschen nach unten kommt, so ein bisschen vielleicht sowas macht und wenn er dann reinsticht und nach unten kommt, da hat man dann schöne Möglichkeiten, irgendwo gegenzuhalten. Denkt aber bitte dran, hier wird höchstwahrscheinlich wieder was passieren, weil da hier ist, der hat sich die ganze Zeit hier aufgehalten. Wenn der zurückkommt, wird hier was passieren und vielleicht macht er auch dann erst den und kommt nach unten. Ja? Also hier wird erstmal schon wieder die Bremse auf der Unterseite sein. Und wenn es nur wieder so ist wie hier, so kurze Haltestelle, dann kann es natürlich auch direkt weitergehen. Aber hier passiert was. Also man muss gucken, das mit einkalkulieren, dass da erstmal auch sehr nah die Bremse ist. Vielleicht macht es sogar Sinn, zu warten, dass der nach unten kommt und dann das von unten testet, weil dann ist die Bahn da unten gleich frei. Hier ist die Bahn da unten nicht frei. Da ist gleich wieder was, was sofort wieder dazu führt oder dann, also ne, hier ist man so ein bisschen gefangen zwischen zwei Welten, die sehr nah beieinander liegen. Und hier unten, wenn man hier shortet, da ist bis hierher erstmal Puffer. Da kommt nicht viel. Dass der hier schneller läuft dahin, ist viel interessanter. Und auch wenn man dann schon wieder tiefer ist, ist eigentlich das Setup tausendmal interessanter als das Setup hier. Weil ich weiß, keine Ahnung, ob der hier wieder Stärke findet oder nicht. Ja, und man muss immer situativ entscheiden. Und natürlich gehört da auch am Ende ein bisschen Erfahrung. Die hat Dirk, die habe ich dazu, um dann eben auch noch so ein bisschen filigran sich da immer reinzudenken und eben nicht jetzt schon, ich habe noch nicht einen Trade gemacht. Ja, und wir lauern ja jetzt schon ein Weilchen. Ja, und
kann sein, dass keiner passiert. Ja, in meisten Fällen schon, dann nochmal ein, zwei Stück, aber ja, ich hatte gestern, das habe ich jetzt doch, ich habe das hier, Moment, das muss ich kurz überlegen, wie hatte ich denn das heute gemacht? Ich hatte doch irgendwo, hier ist das, ne? Das war gestern im DAO, ja. Da hatte ich, da war auch so eine Squeeze-Situation, aber hier muss ich dazu sagen, dass ich gestern im Live-Trading-Room hier unten schon mal shortete, ja, mit einem relativ kleinen Risiko, hatte dann im Live-Trading-Room gesagt, da habe ich dann, das habe ich auch noch irgendwo, Moment, wo haben wir das, da war die Idee aufgebaut, Moment, muss ich kurz suchen. Nee, das habe ich, glaube ich, weggemacht. Das habe ich nicht mehr offen. Ich hatte das vorhin im Live-Trading-Room schon gezeigt. Also wir haben vorher hier oben, wie heute auch, hier oben eine Zone gehabt. Ja? Und dann stach der da rein und habe ich es ein bisschen aggressiver versucht und habe dann eben in drei Schritten die Position geschlossen gestern. Ne? So, und habe hier oben, ne, mit, zwar mit dem Risiko, aber da war noch ein bisschen eine kleine Besonderheit mit dabei. Also das ist nicht ganz ein R hier, sondern man muss es kleiner werten. Und habe dann mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko das auf der Unterseite mitnehmen können. Da war aber die Bahn schon alleine durch das hier erstmal frei. Ja, und dann soll er sich da unten machen. Da war mehr Luft als heute, wenn man das jetzt miteinander vergleicht. Ja, und jetzt schaut man und idealerweise kriegt man, da reicht ja ein Trade. Ein Trade reicht ja aus. Und da kann ich auch drauf warten. Ja. Genau. Das stimmt. Oft ist es wirklich so. Ne? War gestern im DAX auch. Ich hatte irgendwie am Vorabend irgendwie zwei DAX-Bewegungen besprochen, beziehungsweise zwei Sachen eingezeichnet. Ich habe genau diese zwei Trades gemacht. Einmal von oben nach unten, ein Stück von unten nach oben und gut ist noch. Und wenn man das irgendwie vorher sauber irgendwie planen kann, in Anführungszeichen. Ich meine, der Markt macht im Endeffekt natürlich, was er will, aber man sieht ja vorher schon irgendwie recht oft, ne, was ist irgendwie plausibel, und wenn das dann kommt, ist das dann wirklich echt die bessere Idee, da lieber nach dem Motto, weniger ist mehr zu handeln, als irgendwie ständig da halt rein. Außer man will halt scalpen, das kann man ja auch machen, ne, dass man sagt, okay, die große Richtung wird heute irgendwie nichts, dann scalpe ich halt, dann muss ich aber halt eben dann auch mit einem anderen Mindset daran gehen, das ist halt auch klar. Der Punkt ist halt ganz klar, den du vorhin angesprochen hast. Und ich sag mal, diejenigen, die mir folgen, wissen, dass ich bei 10 Webinaren am Ende 3 Trades mache. Oder ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber so ungefähr ist das. Ich lasse mich da in keinster Art und Weise davon irgendwie drängen, jetzt zwingend irgendwo einen Live-Trade machen zu müssen. Manchmal bin ich ein Hauch aggressiver, wenn Events sind im Live-Trading-Room, dann sage ich das an. Aber es ist halt häufig so wie heute, dass man eben abwartet, weil was bringt es denn? Also wenn mein Trading so ist, heißt, kann ich ja nicht in dem Trading woanders agieren. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ne? Mhm. Genau. Gut, Dirk. Was war jetzt vielleicht nochmal final? Also von meiner Seite wisst ihr ja in etwa, ne, jetzt gucken wir mal, also wird sich ja, denke ich, mir hier unten wieder fangen. Dann wäre, also wie gesagt, entweder der macht jetzt Folgendes, er läuft jetzt quasi hier, hier wird, denke ich mal, irgendwas passieren, er ist so lahm, da wird schon was kommen. Aber wenn man dann irgendwie vielleicht so irgendwie seitwärts und dann kommt er nach unten, dann müsste ich hier so einen Rebound suchen. Ja, das wäre eine Idee. Oder aber wir kommen, jetzt zeige ich mal gelb, der kommt jetzt hier rein, kommt dann nach oben, baut sich nochmal ins Hoch aus, dann müsste man hier oben gucken, das kann ich noch nicht final sagen, ja, aber so wie ich es jetzt gerade schon beschrieben habe, damit fühle ich mich eigentlich ganz wohl, wenn der wirklich hier oben reagiert und eben eine etwas schärfere Gegenbewegung irgendwie hier unten reinkommt und vielleicht sogar weiter, weil hier unten ist eigentlich der Kaufbereich, dann würde ich das wirklich abwarten, lass den doch erstmal machen, lass den nach unten kommen und dann auch nochmal gucken, dass er so einen Rebound sieht, und wenn er nach unten wegpfeift, ist es halt so. Aber da fühle ich mich wohler mit. Also haben wir quasi einen Bereich, der mehr oder weniger durch zwei Szenarien eventuell irgendwie getroffen werden könnte. Das ja, merken wir uns jetzt so mal. Ich mache mal einen Screenshot davon und dann dann können wir da morgen mal drauf schauen. Ja, ich finde auch vielleicht final noch mal was. Ja, nee, ich wollte nur gerade sagen, ich finde, der Markt läuft aber auch generell die letzten Tage, also gestern halt auch schon, irgendwie so ein bisschen irgendwie ungewöhnlich schräg. Also ja, wenn ich mir den ist es verwunderlich, gerade bei der aktuellen Handelswoche?
Natürlich wir nicht, haben, ne? Wir haben Earnings ohne Ende, die wichtigsten Earnings, die im Quartal kommen können, in Summe in dieser Woche. Wir haben diese Vorwahlphase, wir haben x wichtige Wirtschaftskennzahlen, dass der Markt ständig hin und her geschubst wird und nicht nur von irgendwie so einer kleinen Püppi, die daherkommt, sondern da kommt jedes Mal Mike Tyson von der einen Seite, dann kommt Mike Tyson von der anderen Seite, dann kommt Mike Tyson von der von einer Seite zweimal. So ist das, so muss man das verstehen. Und dass der dann irgendwie komisch läuft, und nicht so, wie man das vielleicht kennt, weil diese Woche, ich hatte es am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse gesagt, die Woche jetzt ist die, also ich müsste jetzt nochmal prüfen, aber ich würde mal sagen, die ereignisreichste Woche im Jahr aktuell. Weil wir haben so viele Dinge, die in einer Woche komprimiert kommen, dass da komische Bewegungen kommen, die sonst nicht so sind. Das ist absolut nicht. Allein das hier gestern, das war die Markteröffnung gestern. Ne? Also hier auch irgendwie rauf. Ne? Ich war da long tatsächlich und gedacht, ja, den kannst du eigentlich irgendwie da oben noch irgendwie ein Stück weit skalieren. Der geht noch, der setzt ja bestimmt noch irgendwie ein Hoch da oben dran. Guck dir das mal an. Massive Aufwärtsbewegung und dann anschließend ab 16 Uhr einfach nur noch Mist. Ja, so gar nichts mehr, noch nicht mal irgendwie da angeknüpft. Ne? Also das sind so Bilder, wo ich ja sage, so Alter, ey, das ist irgendwie, das macht nicht wirklich Spaß. Ne? Also wenn du da nicht irgendwie den Lucky Punch, ne, um bei einer Tyson-Analogie zu bleiben, da halt irgendwie mit da drin hast, dann ist das einfach echt eine anstrengende Nummer. Ne? Auch hier würde man jetzt ja eigentlich sagen, ja, der setzt da jetzt erstmal eins dran. So eine massive Aufwärtsbewegung hier um 16 Uhr, hätte ich so nicht erwartet. Müsste doch jetzt eigentlich, ne, müsste doch zumindest mal in halber Länge noch so ein Ding da oben dran kommen und so, dass wir dann eben auch an diese Highs da dran laufen. Und dann hier oben, ich habe das hier auch schon mal rot gemacht, habe mich schon 100 Punkte höher orientiert, um dort eben eine Gegenbewegung zu kriegen. Es kann aber tatsächlich sein, dass der jetzt hier einfach so, ne, Langeweile stirbt und dann genau so ein Ding wie gestern macht. Haben wir zwar hier ein neues kleines Hoch, aber dass der sich jetzt hier einfach irgendwie festfrisst für den Rest vom Tag. Und zum Schluss hängen wir dann doch wieder da unten und dann war wieder alles nichts. Ich vermute fast, dass es so kommt. Wir werden sehen. Wir werden uns morgen der Sache wieder bedienen können, der Ideen von heute. In diesem Sinne, euch von meiner Seite erstmal einen wunderbaren Resthandelstag. Wir hören uns, ich glaube, im November wieder mit Dirk zusammen, auch in diesem Format hier. Und morgen geht es dann wieder ganz normal in den Live-Trading rum. In diesem Sinne, von meiner Seite, euch einen wunderbaren Handelstag. Bis dahin euch nur das Beste, euer Markus und Dirk. Bis dann, mach's gut und ciao. Ich lerne dazu. Ja, sehr gut. Läuft langsam. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. JFT, just fair and direct.